Hallo und herzlich willkommen zum Testplay von Satisfactory. Ja, das ist mal was ganz Neues. Warum? Nun ja, ich muss gestehen, ich habe das Spiel einfach mal gekauft, weil das Prinzip mich sehr interessiert hat. Und ich bin nun doch sehr überrascht, wie geil das Spiel ist. Also, ich kann es anders nicht mehr zusammenfassen. Und deswegen wollte ich euch das gerne mal vorstellen und euch einen kleinen Vorschlag machen. Wenn ihr möchtet, dass ich euch das dann genauer zeige, ich werde hier kurz ein paar Einblicke geben von meinem aktuellen Spielstand. Aber wenn ihr gerne wollt, mal ein richtiges Testplay von vorn bis hinten zu sehen, also ein Let's Play draus, dann würde ich euch bitten, dass ihr in die Kommentare das kurz reinschreibt und ich zeige euch das jetzt mal kurz. Es gibt hier quasi vier Welten. Welche Welt ich denn hier spielen soll. Also ihr seht, hier gibt es die Grasfelder, da habe ich jetzt natürlich angefangen. Dann gibt es die Felswüste, der nördliche Wald und die Dünenlandschaft. Und ja, das wäre natürlich toll, wenn ihr sagen würdet, welches ich spielen soll. Und wenn sich genug melden, dann werde ich auch ein Let's Play draus machen für die entsprechende Welt, was quasi die meisten Votings bekommen hat. So viel dazu. Jetzt, wie gesagt, zum eigentlichen Testplay. Und während das lädt, möchte ich das Spiel kurz mal erklären. Also, die meisten vergleichen das Spiel mit Factory-Spielen, ja, gibt es ja verschiedene. Ja, das passt es auch. Satisfactory ist auch ein sehr passender Name. Satisfaction und Factory, also eine zufriedenstellend oder glücklich machende Fabrik. Das klingt erstmal ein bisschen wie ein Oxymoron. Aber tatsächlich ist das ein geiles Spiel. Die Entwickler sagen quasi, dass man hier hauptsächlich baut und verwaltet und minimales Explorieren hat. Ich finde, da untertreiben sie ein bisschen. Ja, man baut und verwaltet ganz viel, das ist die Grundidee, gebe ich zu. Aber die Welten, oder zumindest die erste Welt, von der rede ich jetzt hier, die sie geschaffen haben, die ist ja so riesig zu explorieren. Ich spiele jetzt aktuell 16 Stunden nur an dieser Welt und möchte euch zeigen, was ich hier geschafft habe und was es geht. Und ja, da bin ich auch schon. Ziel ist es, muss ich mal kurz zeigen, zu den Details gleich mehr, aber erstmal ein kurzes Spielziel. Dieses riesige Gebäude, das ist der Weltraumlift. Der soll aufgebaut werden, wahrscheinlich damit man eine neue Rakete starten kann. Das Spiel hält sich auch nicht groß mit Story in dem Sinne auf, sondern es sagt ja, hier, du bist von der Firma, du bist als einer von den wenigen Überlebenden auf diesem Planeten. Viel Spaß beim Bauen. Hier basteln diese Raumstation und man startet wirklich sehr bescheiden. Quasi mit den ersten Metallsachen, Scanner und einen kleinen Elektroschocker bewaffnet. Und fängt dann an, sich aufzubauen. Erstmal über die Werkbank, mit Erzen baut man sich so die ersten Sachen. Dann baut man sich so kleine Minungsgeräte, mit denen man, also die zumindest schon mal automatisiert abbauen. Aber die muss man halt selber noch lernen. Und später braucht man halt so viel, dass man hier komplette Produktionsstrecken erschaffen muss. So, zum Testbeleg. Ich muss mal kurz ein bisschen Munition mitnehmen. Man startet, wie gesagt, eigentlich nur mit einem Elektroschocker als Ausrüstung, den Scanner und natürlich so einen kleinen Hammer zum Abbauen. Das hier ist der Elektroschocker, mit dem kann man nicht viel machen. Man hält sich die meisten Tiere vom Leib. Die leichten kriegt man noch hin, aber ist auch schon so eine gefährliche, wenn auch, wie ihr seht, wunderschöne Welt. Und ja, die Ketten sehen das viel, viel später. Die kann man nicht zum Kämpfen nehmen, sonst Holz bauen. Das hier ist die erste Waffe, die man gebaut hat oder die ich bauen konnte. Ich nenne das jetzt mal ganz nett einen Kabelwerfer, weil Nadelwerfer schon durch Schädel belegt ist. Ja, und ja, auch den habe ich nicht einfach so bekommen. Hier ist das Terminal und ihr seht, Stufe 0, das nenne ich jetzt ein Tutorial. 1 und 2 habe ich abgeschlossen und muss bis hier hinten hin, dass man quasi weiterkommt. Das ist noch Early Access. Die Spiel haben geschrieben, dass sie auch noch Stufe 9 und 10 implementieren wollen. 5, 6, 7, 8, ja, kämen wir ja hin. Ob sie neue Welten machen und so, haben sie sich bedeckt gehalten, ist ja auch vollkommen okay. Und ja, sie haben gesagt, man soll viele Bugs erwarten. Ich habe ehrlich gesagt in der ganzen Spielzeit nicht einen Bug gesehen. Ich habe mich mal an einem Baum aufgeklitscht. Das war aber ein bisschen mein Fehler, denke ich, weil ich da zu viel gefordert hatte. Und wenn man jetzt mal sieht, zum Beispiel hier, ich könnte jetzt sagen, ich will einfache Startproduktion. Man muss, um diese Stufen abzuschließen, alle diese einzelnen Teile schaffen. Ja, dann kriege ich das hier alles. Und dafür müsste ich alles liefern. Und die ganzen Sachen, die man hier quasi bekommt, optimieren die Produktionsprozesse und führen dazu, dass wir den Lift bauen können. Man startet quasi dann erstmal mit diesem Gebäude hier. Und ja, Stromversorgung, da träumt man am Anfang von noch.
Aktuell bin ich schon soweit. Ich laufe aktuell über Bioreaktoren. Ihr seht, ich habe hier ordentlich Brennstoff reingelegt. Das ist schon quasi das beste Brennmaterial. Das kann man aus Blättern machen. Die macht man zu dieser Biomasse und daraus wird dann, wie heißt das richtig, feste Biotreibstoff. Ich glaube mit Holz. Vorher kriegt man zwar auch schon ein paar Sachen, die verbrennen aber viel schneller. Und deswegen ist man dann gezwungen, halt weiterzumachen. Ihr seht, ich brauche schon ganz schön viele. Mein aktuelles Ziel, das kann ich jetzt aber hier nicht zeigen, wie gesagt, das soll nur einen Einblick geben, ist, dass ich mich der Kohlekraft hingebe. Kohle habe ich schon gefunden, ich brauche aber noch Wasser, um das Kohlekraftwerk zu betreiben und habe Rohre erfinden können. Ja, das Wasser ist irgendwo da hinten, da will ich euch mal kurz hinführen und dann noch zum Strand, aber erstmal kurz so ein bisschen zeigen, was wir hier haben. Wie gesagt, das sind die Stromgeneratoren. Hier sind dann die ganzen Produktionslinien. Die stehen aktuell bei mir still, weil die Lager voll sind. Das sind so Lagerbehälter, die ersten größeren. Oh, guck mal, warum ist diese Riesenmotte auch ein tolles Tier. Ja, ihr seht, hier kann man dann die ganzen Sachen lagern. Automatisiert. Das hier ist zum Beispiel Kalkstein. Da unten ist dann eine Mine. Den Kalkstein lasse ich hierher transportieren, verarbeiten zu quasi Beton oder sowas. Und der wird hier gelagert, wenn ich den brauche. Und man braucht hier wirklich viel. Dann kommt das da rein. Man kann auch überdachen, habe ich hier so ein bisschen gemacht, seht ihr vielleicht. Gibt auch so ein Gelpad zum Springen, man muss nur bei der Landung aufpassen. Auch hier sind meine Lager total voll. Schrauben, da hinten ist dann so eine Kupferproduktion, weiter beim Lift. Hier sind erstmal Rohre. Deswegen stehen erstmal die Bänder still. Das hier ist auch eine ganz wichtige Sache. Der Man. Und hier kann man Sachen, die man in der Welt findet, zur Forschung verwenden. Zum Beispiel, ich könnte diesen Inhalator erforschen, dafür brauche ich aber 5-mal, wie heißt das, irgendwelches Monsterzeug, Ehenorgane, 10-mal Mycelium und 100-mal den modularen Rahmen. Den könnte ich mittlerweile bauen, die habe ich glaube ich noch. Das Mycelium ist eine Höhle, das kann ich auf dem Rückweg dann mal holen. Dann könnte ich das erforschen und neue Sachen freischalten. Wobei, das hier sind alles vollkommen optionale Sachen, ihr seht, es gibt da massig zu tun. Die einen verbessern und zum Beispiel diese Waffe, die ich habe, die kriegt ihr auch nicht einfach so. Die kriegt ihr nur über diese Forschungsstation. Man kann dann mit der Zeit natürlich auch die Förderbänder verbessern. Ihr seht, hier kommen noch meine Kupferspulen. Ich habe viel gebraucht, deswegen das Lager füllt sich gerade wieder. Wichtig ist natürlich zu dem Zeitpunkt, ihr müsst eure ganze Base möglichst mit Strom versorgen. Da oben kommen schon auch die anderen Sachen, das sind Kupferbleche. Ja. Und ehrlich gesagt, der ganze Bauprozess ist ziemlich gut gemacht, ziemlich super optimiert. Man baut wirklich ein Gebäude, geht man einfach über das Baumenü und sagt, was man haben will. Weiß ich jetzt nicht, sagen wir mal. Gut, man kann es auf Schnelltasten legen, die Transportsachen habe ich hier auf Schnellboxen. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel einen Lagercontainer bauen. Man sieht dann hier schon angezeigt, wie ich den bauen könnte. Ich kann den drehen. Wenn ich Fundamente setze, kann ich die sogar sehr gut aneinander bauen. Und ihr seht schon, orange heißt, aha, hier geht ein Förderband rein oder hier kann ich ein Förderband anschließen, was reingeht, und grün, hier kann ich eins rausmachen, wenn ich es denn weiter transportieren wollte. Und auch das Setzen ist ganz einfach, man packt dann das Förderband dran und verbindet die quasi von A nach B. Ziemlich geil gemacht, man kann immer mehr Sachen erforschen, hier zum Beispiel wäre ein Fördermast, den man mehrstufig bauen könnte. Bei meinen ersten Sachen hatte ich den natürlich noch nicht. Den sehen wir jetzt quasi hier in Benutzung. Und das ermöglicht mir natürlich logistisch, verschiedene Förderbänder relativ schön separat übereinander zu stapeln und da ein bisschen Platz zu sparen. Und links sieht man meine Gesundheit. Klar, die Tierchen hier oder Stürze oder Gift oder was auch alles wir hier in dieser Welt noch finden, verursacht Schaden. Stirbt man, verliert man alles, was man im Inventar hat. Deswegen nehme ich hier so eine Heilbeere mit, falls es doch mal ernst wird. Ja, und dann gehen wir in Richtung meiner zweitgrößten Produktionslinie. Und schauen uns dann auch gleich mal ein bisschen die Gegend an. Hier seht ihr, ich gehe mal über oben rum. Zack. Hier seht ihr quasi meine Lager. Hier habe ich dann diese wichtigen, schwer zu bauenden Materialien, die komplett da hinten hergestellt werden. Unten kommen solche, ich weiß nicht, wie sie heißen, Kolben, glaube ich. Und oben kommt intelligente Beschichtung. Die braucht man hauptsächlich wirklich auch für den Weltraumlift. Ja, und die werden hier hergestellt. Und ihr seht, da kommt nun mal aller Nase lang einer. Und das, obwohl meine Produktion auf, ich glaube, 80 oder so Prozent ist, also einen sehr hohen Wert hat.
Was daran liegt, dass es halt schon ein sehr komplexes Material ist, was sehr, sehr viele Stufen erfordert. Diese ganzen Plattformen hier, diese ganzen Gebäude, dienen quasi eigentlich nur dazu, dass ich diese zwei Materialien bekomme, weil die halt über viele Prozesse zu steuern sind. Ich versuche euch das mal kurz darzustellen. Und zwar diese Kolben, die braucht man dann auch für diese intelligente Beschichtung. Deswegen nehmen wir nur mal die Produktionslinie. Da hinten sind die Kolben dann nochmal separat, weil ich die auch einzeln brauchte. Aber fangen wir hier an. Hier ist Eisenerz im Boden. Da habe ich quasi eine Fördermine gebaut. Und habe zwei Bänder weggehen lassen. Das eine führt hier hin, das andere hier hin. Genau, hier rutscht es danach. Die werden eingeschmolzen und schmelzen. So, bei der Einschmelze gibt es dann später so Förderbandverteiler und auch Fusionierer. Das heißt, wenn man dann viel hat, wenn die Bänder auslösen, kann man die auch verteilen. Und der eine Pfad führt uns hier hin, hier werden Rohre produziert. Die werden dann in der nächsten Stufe zu Schrauben und kommen dann in dieses große Gerät hier rein. Der andere Pfad führt hier rein. Kann man das jetzt irgendwie gut sehen? Ja, genau, hier führt hier rein. Und hier werden Eisenplatten hergestellt, die dann auch hier reinführen. Aus denen wird dann eine verstärkte Eisenplatte gemacht. Dafür bräuchte ich selbst eigentlich auch noch einen Produktionsprozess, weil die auch wichtig sind. So, diese verstärkten Eisenplatten laufen dann hier raus. Damit haben wir eine von zwei Teilen, die wir brauchen, die intelligenten Materialien herzustellen. Der zweite Part sind die Zylinder, diese Kolben. Da kommt hier das Eisen hoch und läuft hier rein. Und auch da rein. Ich brauche eine zweite Mine, das hat von einer Mine nicht gereicht. So, genau. Hier laufen die Eisplatten zusammen, weil das am Anfang sehr viel Verbrauch davon war, habe ich das optimiert. Hier kommen dann Rohre. Die gehen direkt wieder in diesen Manufaktor rein. Hier kommen Schrauben und die sind nicht einfach so natürlich da. Die muss ich auch erstmal wieder zu Rohren machen. So, kleiner Moment, jetzt komme ich durcheinander. Genau, hier kommen die Rohre. Theoretisch kommen die Rohre, ja. Hier kommen Rohre. Die werden verteilt. Da werden hier dann einmal Schrauben draus gemacht. Einmal hier Schrauben. Einfach, weil so viel hergestellt werden, dass die dann trotzdem bei 75% Produktion sind. Ansonsten hätte ich quasi 50% ungenutzt. Na komm. Na komm. So. Da kommen halt die Schrauben her. Die fließen dann in dieses Ding rein. Und der macht dann halt, wenn das dann mal macht, komm, mach. Ja, vielleicht ist das mal, das Band steht still, aber ich bewege mich. Da kommen dann die Zylinder. Und hier gehen wieder in so ein großes Ding rein. Und da werden Zylinder und verstärkte Metallplatten dann umgeformt. Gehen wir auf der Seite hoch. Habe ja mittlerweile bis drüben gebaut. Wie gesagt, die werden dann umgeformt zu den intelligenten Beschichtungen. Das ist jetzt zu kürzer. Ich glaube hier oben. Das nehmen wir nochmal Kalkstein, wenn ich es bräuchte, aber eigentlich ist bisher noch kein Bedarf. Ich habe schon viele Sachen gefunden, wie Quarz oder so Chrom, mit dem ich noch nicht wirklich was anfangen kann. Auch so ein ähnliches Metall wie Gold. So, hier ist der große, wie gesagt, Schrauben. Nee, das ist der falsche, Entschuldigung. Hier ist er. So, bei dem kommen halt die Sachen zusammen. Und der stellt dann irgendwann die intelligenten Sachen her. Na, guck mal, wie weit ist er? Ist gleich fertig. Die werden dann halt hochtransportiert. Dieses Opel-Förderband und das führt halt dahinter zu meinen Lagercontainern, wo wir gerade waren. Lange habe ich gesucht nach Wasser und wenn ich nicht täusche, ist das hier der kürzeste Weg gewesen, weil ich bin bis zur Küste gelaufen, habe es da natürlich auch gefunden. Habe dann gedacht, puh, das ist ein sehr, sehr weiter Weg. Es gibt hier noch ein Wasser in der Nähe, das was ihr hier oben seht, nebenbei ist eine Elektroschnecke. Mit denen kann man Gebäude verbessern. Dieser grüne Hauch, das sind giftige Pollen. Da läuft ein großes Tier rum, mit dem konnte ich bisher noch nichts anfangen. Und ihr seht, es ist eine wunderschöne Landschaft. Und da ist auch noch ein bisschen freiliegendes Quarz. Das baue ich direkt mal ab. Das kann ich gut gebrauchen. Wie gesagt, eigentlich müsste hier irgendwo das Wasser dann gleich kommen. So, hier ist keine Quarzquelle. Sondern einfach reines Quarz. Das brauche ich noch für Forschungszwecken. Zack, und dann haben wir es schon mal. So, jetzt muss ich nur wieder das Wasser finden.
Das Geniale ist, man kann super schnell dran vorbeilaufen. Das Sand, der Sand sieht hier richtig ähnlich aus. Das sehen sie, glaube ich, nicht. Das ist wieder zu hoch. Liegt da noch eine Elektroschnecke rum? Weiß nicht, irgendwas liegt da. So, auch die Blumen hier sind auch nicht unnütz. Die könnte man auch verheizen. Oder man nimmt Farben und man kann nämlich toll färben. So. Okay, das ist ein Sandsee. Ah, da ist nochmal irgendein Chrom- oder Metallzeug. Ich gehe noch ein bisschen weiter. Aber wie gesagt, ich habe immer ein bisschen Probleme, diese kleine Wasserlache zu finden, von der ich ausgehe, dass ich sie verwenden kann. Okay, da hinten ist ein schlechtes Zeichen. Da war ich schon mal sicher gebaut, da bin ich Richtung Küste. Da bin ich nicht auf Wasser gestoßen. Ich habe es auf dem Rückweg gefunden. Jetzt ist natürlich die Frage, wie bin ich hingekommen, bin ich zurückgekommen? Da ist auch ein Tierchen. Schade ist natürlich, dass ich mit R nachladen muss und nicht einfach mal schießen kann. Aber bin ich mich verwöhnt, gebe ich zu. Zack, bam. So, und die droppen halt auch Sachen und die brauche ich tatsächlich auch noch ein bisschen, diese EM-Panzer. Aber trotz allem, irgendwo muss das Wasser sein. So, die Schnecke hole ich mir jetzt aber auch auf jeden Fall erstmal. Ja, da ist schon die Küste. Na ja, gut, dann zeige ich halt zuerst die Küste und dann das Wasser. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich es finde als erstes, aber gut. So, die Elektroschnecke. Wahrscheinlich komme ich am einfachsten, wenn ich mich dann runterfallen lasse irgendwo. Gut, das war zu steil, das habe ich gemerkt. Das ist ein friedliches Tier, gibt es hier natürlich auch. Das ist ja kein Ego-Shooter. So. Wo ist die Elektroschnecke? Da. Eine grüne, ich bräuchte eigentlich eine lila, aber gut. Mit der kann ich auch verbessern. Eigentlich erwarte ich, wenn ich in die Richtung gucke, das Wasser zu sehen, denn ich habe mir gemerkt, von meiner Hauptbase aus, eigentlich in die Richtung. Da hinten sieht man auch mein Kohlekraftwerk, das ist diese Esse. Aktuell außer Betrieb. Aber verwundert bin ich jetzt schon ein bisschen. Kann auch sein, dass es da drüben ist. Ich weiß, ich bin einmal fast im Kreis gelaufen, unabsichtlich. Aber man kann ja auch alleine in dem Spiel theoretisch nur Zeit verbringen und sich einfach mal die Welt angucken. Also wunderschön, das ist wirklich. Ich weiß nicht, ob noch was noch alles dazukommt. Und ich kann es, wie gesagt, nur wärmstens empfehlen. Es ist ganz selten, dass ich mal ein Spiel habe, wo ich einfach nicht sagen kann, was mich stört. Es stört mich einfach nichts. Einfach scheint alles richtig zu sein. Es ist stimmig. Es ist an Ort und Stelle alles passend. So. Da fällt das Wasser irgendwo runter. Gibt ja auch ziemlich aggressive Tiere. Also richtig gemein aggressive. Das war ja noch ein kleines, was wir jetzt gerade hatten. Das Schlimmste, was ich bisher hatte, war ein Stier. Oder so ein stierähnliches Wesen. Ja, das hat mich ganz schön zusammengepocht, muss ich mal so hardcore sagen, wie es ist. Also, die können mich auch ziemlich schnell töten. Und gerade am Anfang sollte man das mit dem Explorieren vermeiden, so wenn man es nicht braucht unbedingt. Weil die Gegner, wie gesagt, doch ziemlich knackig sind. Klar, es soll quasi auch ein bisschen Hindernis sein. Und die sagen, du bist hier vielleicht noch nicht, wo du hin darfst. Man kann auch, also ich laufe jetzt ja quasi alles, man kann hier auch, ich bin gerade so an der Grenze technisch, Fahrzeuge sich bauen. Also aktuell könnte ich mir so eine Art kleinen Laster bauen mit Anhänger und könnte mit denen dann hier durch die Gegend fahren. Allerdings muss ich das erst technologisch erforschen und dann muss ich natürlich auch noch bauen und die Ressourcen zusammenkratzen. Und aktuell ist mein großes Problem halt, ich habe zwar Strom, ja, und ich kann auch diese guten Sachen herstellen, aber aktuell brauche ich eigentlich fast die ganze Zeit nur, die ich verwende, um mehr Holz nachzulegen, damit meine Produktionslinien laufen. Gut, die werden jetzt langsam wieder alle voll, damit der Stromverbrauch dann sehr stark reduziert natürlich wieder. Die schalten sich dann ab. Eigentlich ging es hier mal irgendwo zum Wasser. Ich
bin, glaube ich, schon zu weit. Ja, das sind schon Tiere. Das ist einfach das Dunkle. Na komm, ehe sie mich angreifen, greife ich sie lieber an. Okay, ich habe gefehlt und habe auch verstanden, dass ich springen muss. Nein, haut ab. Bam. Okay. Ihr seht, ein Treffer von denen. Wow, noch einer? Nee, du bist auch noch ein Stück, der ist einfach ein... Zack. Ein Treffer von denen zieht mir halt eine Leiste ab, also Punkt. So, jetzt sei definitiv tot. Deswegen muss ich mal kurz das Menü was essen. Machen wir zu, zack. Die Dinger hier füllen einen halben Lebensbalken auf. Die roten, die ich hatte, machen den ganzen. Am Anfang ist man wirklich sehr auf die angewiesen. So, wie gesagt, die brauche ich, deswegen nehme ich die jetzt mit. Nachgeladen habe ich. Echt, es gab auch einen sanften Weg runter. Ich glaube, ich bin einfach schon eins zu weit. Ich hätte, glaube ich, durch diese kleine Höhle gemusst. Ja, man kriegt ja auch Fallschaden. An der Höhe würde ich sagen, oh, das ist so ein bisschen kaskadiert. Ja, nicht ganz so. Okay. Gut, nehmen wir ein bisschen Fallschaden eventuell in Kauf. Geht, eine halbe Leiste, lebe ich mit. So. Genau, dadurch diese kleine Höhle hätte ich gemusst. Ja, und ihr seht, wir haben damit auch schon ein neues Biom betreten. Die Bäume sind anders. Hier ist alles so, ich sag mal, tropisch. Gibt ja auch entsprechend andere Gegner. Gestern, wie lange ist es her? Vorvorgestern, genau. Vorvorgestern hatte ich hier so eine Blüte, die wurde zu drei Bienen, die mich da angegriffen haben. Die sahen total knuffig aus. Hat ein richtig schlechtes Gewissen gehabt, die zu killen, aber naja. Muss halt sein, ne? Ja, und hier wäre quasi die Küste. Also man kann hier schon ordentlich explorieren, muss ich mal so sagen. Muss man auch, wenn man diese ganzen Ressourcen und Sachen freischalten will. Man kann anscheinend auch schwimmen, allerdings ist das hier so ein ziemlich Flachgewässer. Er schwimmt hier zwar, aber er läuft dann auch gleich wieder. Ich gehe jetzt noch nicht wirklich viel weiter, weil irgendwo kommt dann der Rand der Welt. Und ja, davon hat keiner was. So, auf dem Rückweg versuchen wir jetzt noch das Wasser zu finden. Und ja, dann gehe ich wieder zurück zu meinem Ausgangspunkt. Und da habt ihr mal quasi diese erste Welt hier gesehen. Habt eine kurze Vorstellung bekommen, wie toll das hier aussieht einfach nur. Wie chillig das eigentlich ist, wenn man jetzt mal von den Kämpfen absieht, die aber voll dazugehören. Das war keine Kritik. Und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, mal eine der anderen drei Welten da zu sehen, wir können die ja zusammenfassen als tropisch-arktisch Wüste. Aber wenn ihr darauf irgendwie Bock habt, dann gebt einfach mal, wie gesagt, in den Kommentaren Bescheid, welche ihr gerne hättet. Und wie gesagt, wenn ihr euch das sehr wünscht, wenn sich das viele wünschen, dann bin ich natürlich auch gerne bereit, auf diesen Welten nochmal einen anderen Spielstand zu machen und da quasi nochmal Schritt für Schritt von Null anzufangen und zu zeigen, wie man hier alles aufbaut, welche Strategien man fahren kann und so weiter. Man sieht nebenbei diesen Weltraumlift vom Weiten. Wollte ich gerade sagen, eigentlich sieht man ihn. Ich müsste ja in die Richtung sein, wo ich gehe. Ah, da ist er auch. Hier zwischen den Bäumen versteckt. Ich gucke jetzt gleich schon von hier oben, hat mir einen tollen Blick, ob ich da das Wasser sehe. Oh, ist toll, ne? Apropos Wasser, das ist zwar auch Wasser, aber das ist für uns nicht nutzbar, weil davor ist ein Abgrund, der ins Nichts führt. Ziemlich tödlich. So, das sind wir quasi gelaufen. Muss kurz gucken, schubst du hier jemand? Ne? Ich sehe jetzt hier immer noch keine Wasserquelle. Ja, und hier müsste ich dann wieder runter. Ah, und da ist dieser See, von dem ich sprach. Komme ich hier einigermaßen safe runter? Ich habe leider also noch nichts gefunden, wo ich richtig runterklettern könnte. Es gibt, wie gesagt, so ein Gelpad, das federt. Nein. Also das federt einen ab beim Fallen. Aber das kann ich natürlich nicht von oben bauen. Ja, kommt er wieder, haut er ab. Wir gehen jetzt hier runter. Ho, nicht mal falsch rein, cool.
Scheiße. Damn. Mann, der Flow aber toll. Zack, moins. So, das Wasser lag ja fast quasi auf dem Weg. Ich hatte ja auch schon eine Höhle gehabt, da fand ich die mit Zehpilzen und dann noch so sehr aggressive Riesenameisen. So, nee, das ist Sand. Irgendwo in unsere Richtung war Wasser. Da. Hörst du gerade Knochen? Sind hier wieder Tierchen? Ja, und von hier werde ich mir jetzt versuchen, mein Wasser quasi zu beziehen. Bis zu meinem Kraftwerk, was man von hier nicht mal sehen kann, dass eine ganze Täusche irgendwo da liegt. Oder? Keine Ahnung. Das weit entfernt liegt. Ah, da ist ein Tierchen. Oh, ich hab wohl getroffen. Wir haben noch eins. Hm? Erstaunlicherweise, daraus kann man auch super Biotreibstoff machen. Also, es für nichts umsonst. Was das da oben ist mit diesen ballonartigen Gebilden, habe ich noch nicht rausgefunden. Weil, wie gesagt, ich suche eigentlich so nach den Ressourcen, die ich benötige. Und ja, noch hat mich jetzt nicht so weit weggeführt, aber da oben diese riesigen rosa Schirmbäumchen oder wie auch immer wir sie nennen wollen, klingt auch sehr interessant. Ach, seht ihr, ich bin in die falsche Richtung gegangen. Ich bin nach da gelaufen. Ich hätte auch nach hier gehen müssen. Okay. Hier ist immer diese Kalksteinvorkommen, von denen ich gesagt habe, falls ich mal brauche. Ach ja, nicht wundern, dass diese linke oder diese Mine, auf die ich gerade zugehe, nicht in Betrieb ist. Die hätte ich provisorisch gebaut. Theoretisch brauche ich da sowieso noch was, wenn ich diese verstärkten Metallplatten dauerhaft bauen will. Da oben ist noch eine Elektroschnecke. Naja, da laufe ich jetzt nicht hin. Das dauert zu lang für einen kurzen Einblick. Der wahrscheinlich sowieso schon länger dauert als gewollt. Ich hatte ja eigentlich gehofft, ich kriege jetzt 10 Minuten hin, aber gefühlt sind wir schon bei über einer Viertelstunde. Nein, ich habe diesmal kein Rohr gestoppt. Ja. Aber da kann ich euch nochmal die Höhle zeigen, wenn ich schon mal hier bin. Die war hier irgendwo. Da? Oder nee, ich glaube eher hier und dann links. Die war nicht allzu weit weg. Und dann bringe ich mal ein bisschen von diesem Mycelium gleich mit. Da habe ich das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden. Naja, Taschenlampe haben wir auch, weil es dunkel wird. Die geht, glaube ich, schon endlich. Zumindest habe ich noch nicht das Gefühl gehabt, dass ich die mal auffüllen muss. Oder sonst was. Und das ist, wie ihr seht, eigentlich ganz praktisch, ne? So, hier war wie gesagt eine Riesenameise, die mich attackiert hat. Mycelium sind hier quasi alle möglichen Pilze. Da hinten ist er. Ist schnell, ne? Hab ich's da? Yeah! Jetzt wird's getroppt. Oh, er bringt auch Alien-Organ. Cool. Also wahrscheinlich werde ich dann demnächst auch irgendwann diese Höhle erkunden. Aktuell bin ich aber nur hier, um das Mycelium aufzusammeln. Ich brauche davon auch nicht viel, nur zu Forschungszwecken. Treibstoff kriegt man schneller mit anderen Materialien. Und natürlich bin ich jetzt geneigt, eigentlich hier ein bisschen zu gucken. Das reicht, glaube ich, auch. Oh, okay. Oh, ist das... Ich glaube, das ist eine purpurne Schnecke. Die brauche ich auch. Da noch eine Ameise. Bam. Die Munition ist nebenbei leicht hergestellt, wenn man dann mal die Technologie freigeschaltet hat. Also man braucht einfach nur ein paar Rohre dafür. Ich habe auch hier schon zwei so Ehenprismas oder sowas gefunden. Ist das auch so ein Ding? Ne, ist noch was ähnliches. Aber der Stand dazu ist noch nicht integriert im Spiel. Also wie gesagt, hier war ich selber noch nicht. Ich gucke mal, ob ich jetzt hier schnell zum Ende komme, wenn es wirklich ein Weitertunnel ist. Ich habe gedacht, wäre eine Elektroschnecke. Ja, ihr merkt schon, dieses Spiel, das verleitet zu sagen, oh, naja, nur noch eine Biegung. Oder, oh, okay, ja, dann baue ich halt nur noch eine Produktionslinie oder was weiß ich. Ah, das ist ein Tunnel, der mich auch auf die andere Seite führt, wahrscheinlich als Abkürzung. So, jetzt guck ich auch wirklich nur mal. Dann dreh ich an. Hi! Okay, ich muss noch ein bisschen mehr machen, sehe ich gerade. Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Da bist du. Verarsch. Und zwar er mich. Okay, so, jetzt geht er wieder zurück. Man muss auch mal, bis man Schluss ist.
So, ah, das war, glaube ich, hier unten. Aber da komme ich doch sicher runter eigentlich. Nee? Ich fand das für uns höher, aber na gut, wir haben genug Heilmaterialien. Da machen wir uns jetzt keine Gedanken drum. Ja, wie gesagt, das ist jetzt mal kurz vorgestellt. Natürlich ist der interessante und spannende Part, wie man diese ganze Produktionslinien aufbaut und optimiert. Aber um da nur das einblicksweise zu machen, wollte ich jetzt nicht nochmal direkt von vorne anfangen, sondern nur sehen, ob ihr Bock drauf habt. Und dann lasse ich mich natürlich gerne darauf ein, euch das mal alles genauer zu zeigen. Dann finde ich, das sieht natürlich jetzt so aus, als würde es spacken, aber wenn man näher kommt, dann leuchtet es flüssiger da hinten. Und ihr seht, also 16 Stunden, ich versuche immer 45 Minuten Let's Plays zu machen. Wenn wir das mal rechnen, 16, das muss ich rechnen, durch 3 mal 4, korrekt. Da sind wir bei 5,25 mal 4, bei, das wären dann jetzt schon Nummer 21, wo ich jetzt hier wäre. Da ist ordentlich zu tun. So, wie ich weg war, ist die Produktion natürlich weitergegangen. Und ihr seht, habe ordentlich Treibstoff verbraucht, muss ich dann noch gleich wieder nachlegen. Das mache ich dann aber alles später. So, okay. Wie gesagt, ich warte auf eure Meinung. Macht auch die Taschenlampe aus. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann hier weitersehen bei einer Welt eurer Wahl. Und ja, wenn nicht, dann gibt es noch viele andere Dinge. Bis dahin sage ich, macht's gut, überlegt euch gut, ob ihr Bock drauf habt. Und mögen die Gaming-Götter mit euch sein. Tschüss!